Eine Immobilie auf Mallorca ist der Traum von vielen. Dank schöner Strände, kulturellem Treiben und ganzjährig gutem Wetter bleiben hier keine Wünsche offen. Kein Wunder, dass sich viele Menschen auf der Insel ihr eigenes Traumhaus ermöglichen. Und damit herzlich willkommen zu Faszination Wohnen, Engel und Völkers exklusiv. Die Designer-Villa ist ein architektonisches Meisterwerk und bietet einen herrlichen Ausblick über den Golfplatz, das Bendinat-Schloss und das Meer. Schon beim Betreten des Hauses ist man fasziniert vom Luxus und entdeckt überall viele besondere Ausstattungsmerkmale. Ein wahres Schmuckstück für Designliebhaber. Wie man hier übers Wasser laufen kann und was sich der Eigentümer beim Bau der Villa noch hat alles einfallen lassen, das erzählt er uns gleich selbst. Das Highlight ist das Gästeapartment, was über dem fast 20 Meter langen Pool schwebt, mit einem Glasboden, im Zusammenhang mit der Poollandschaft. Das Gästeapartment, das Besondere ist, dass wir rückwärts praktisch auf das Haus wieder schauen. Das heißt also, der dort aufwacht morgens, hat den Blick erstmal über dem Pool, in den Pool und durch den Pool. Der Pool hat sich ergeben aufgrund der geografischen Lage des Gartens. Das heißt, wir haben eine leichte Hanglage und aufgrund der baulichen Bestimmung kann ich natürlich jetzt keinen 20 Meter Pool bauen, der dann irgendwo 10 Meter in der Luft hängt am Ende. Deswegen musste der abgetreppt werden. Und das haben wir hierbei natürlich genutzt, um 3 verschiedene Pool-Ecken, sagen wir mal, zu bekommen. Das heißt, einmal ist es eine kleinere, auch für Kinder und zum Chillen einfach nur, kleines Becken. Dann das eigentliche Hauptschwimmbecken, wo man allerdings auch drin stehen kann, an den Seiten. Dann fließt das Wasser in die letzte Ebene und das ist die Ebene, die unter dem Gästeapartment drunter hergeht, wo man natürlich auch schwimmen kann und man sieht dann die Leute schwimmen vom Bett aus. Und das ist natürlich was ganz Besonderes. Hatte natürlich auch Schwierigkeiten, zum Beispiel die Fußbodenheizung unterzubekommen. Mit einem Glasboden geht das natürlich nicht im Fußboden. Da mussten wir die Fußbodenheizung in die Wand legen. Das Schöne daran ist, dass man komplett autark ist vom Haupthaus und kann da auch über die Domotik und über das Soundsystem natürlich auch seine eigene Musik hören und natürlich auch extrem romantisch. Als wir vorhin hier in das Haus reinkamen, hatten wir sofort den Eindruck, das wäre eigentlich auch so eine ideale Villa, um, sagen wir mal, Partys zu feiern, wenn man das so sagen kann, oder private Events zu organisieren. Das ist richtig, das haben wir auch schon ausgetestet. Und zwar hatte ich hier den Geburtstag meiner Frau gefeiert, weil das bot sich halt an. Und das war natürlich ein tolles Event. Es waren etwa 100 Personen da und mit Catering und so weiter. Und wir hatten sogar ein Wasserballett und wir haben das Barbecue ausprobiert und das funktioniert alles hervorragend. Also man kann sagen, das bietet sich als Partyhaus ganz gut an. Ja. Wir haben ja die besondere Situation, dass wir einen lichtdurchfluteten Patio haben, wo man reinkommt mit Palmen im Haus und doppelter Höhe und ein großes Wohnzimmer mit offener amerikanischer Küche, wo man direkt den Kontakt hat zum Kochen, wo man essen kann und kochen direkt. Und nochmal einen separaten Esstisch fürs etwas Feinere. Und was auch besonders ist, ist der Kamin. Normalerweise habe ich Gaskamine immer eingebaut, aber ich wollte mal wieder einen konventionellen Kamin einbauen. Und der ist sehr schön geworden. Man sieht rechts und links das gestapelte Holz. Das ist allerdings ein Schrank, wo sich dahinter die Staumöglichkeit für das Holz befindet, weil das natürlich immer schmutzig ist. Das
kommt mit Spinnenweben und so was, wenn man das kauft. Und deswegen ist das also rein optisch gehalten. Außerdem ist die Beleuchtung hier etwas anders, weil ich wollte auch abweichen von den ewigen 150 Strahlern, die man überall verteilt, sondern wir gehen hier auf LEDs, LED-Leisten. Die sind alles, was an Lichtquellen im Haus ist, sind dimmbar. Und deshalb auf LED, dass man mal einen ganz anderen Lichteindruck hat. Vor allen Dingen abends lässt sich das gut darstellen. Oben haben wir den Masterbereich, der ist etwa 60 Quadratmeter groß, mit einem begehbaren Kleiderschrank. Das Hauptbad hat die Badewanne ausgelagert in das Schlafzimmer, um natürlich einen schöneren Blick zu haben. Weil von da aus hat man einen wunderbaren Blick über den Golfkurs zum Meer. Und auf das Castillo, was man da rechts sieht. Wenn es möglich ist, baue ich in den Häusern immer Weinkeller ein oder Bodegas für Wein. Und da sieht man hier ganz wunderbar die aus Plexiglas extra angefertigten Ständer, wo die Weinflaschen reingeschoben werden. Und das sieht dann halt so aus, als wenn die schweben. Und Bodega heißt auch immer, dass es ein dekoratives Element ist. Und deswegen baue ich das gerne ein. Da, wo man es sieht. Was würden Sie sagen, ist das Schöne auch an der Gegend, wo wir hier gerade sind? Also Bendinat gehört zu den besseren Gegenden, mit zu den besten Gegenden überhaupt. Und das Gute ist, man ist in 10 Minuten in Palma. Die Sporthilfen auch 10 Minuten, Golfplatz vor der Nase und natürlich super Restaurants. Solche Häuser sind eigentlich Kunstwerke. Das heißt also, da steckt so viel Detailarbeit drin und so viel Überlegung, dass es natürlich schade wäre, das jetzt alles leer stehen zu lassen und leere Räume. Ich vergleiche das immer wie mit einer großen Yacht. Die verkauft man auch nicht mit nackten Räumen ohne Möbel. Das Gleiche ist bei solchen Häusern. Und wir richten also komplett ein, inklusive des Soundsystems und Fernseher. Alles steuerbar über das Handy, wie gesagt. Und das ist natürlich ein ganz anderer Eindruck, als wenn das alles nackte Räume wären. Mallorca ist eine Insel, die keine Wünsche offen lässt. Für die einen bietet sie lange Partynächte, für die anderen Orte der puren Erholung. Jeder, der einen Ausflug nach Pollença macht, spürt spätestens hier die Gelassenheit und Freundlichkeit der Bevölkerung. Im Norden der Insel entdeckt man die eher ursprüngliche Seite Mallorcas. Was diese Region dabei so besonders macht und wie man Tradition und Moderne in einer Finca verbinden kann, das erfahren wir heute. Der allergrößte Highlight von dieser Immobilie ist der wunderbare Garten. Der Garten ist mit sehr viel Liebe von einem Gartenarchitekt sehr künstlerisch angelegt. Da ist geachtet worden, dass man eigentlich nur einheimische Pflanzen und Bäume gepflanzt hat. Das ist natürlich auch etwas, das Jahren dauert, bevor man so einen Garten so schön beim Haus liegen hat. Vom Architektur ist das Haus natürlich schon sehr traditionell. Es hat sehr, sehr dicke Mauern, wie die Häuser früher auch gebaut worden sind, weil man natürlich im Winter die Wärme gerne drinnen hat oder behaltet. Und im Sommer ist es natürlich sehr wichtig, dass man sich beschämt gegen die schon starke Hitze. Das hat man bei dieses Haus natürlich auch sehr, sehr gut gemacht. Im Unterschied mit den alten Finca hat es hier natürlich die modernste Installation. Wir haben hier Fußbodenheizung durch das ganze Haus. Wir haben ein integriertes Klimasystem. Das Haus ist dazu nochmal komplett unterkellert, weil es ein Landhaus ist, hat ihre eigenen Brunnen und dazu hat die Familie nochmal ein Osmosis-System einbauen lassen. Also man kann hier dein eigenes Wasser kann man hier trinken. Von außen traditionell, von innen schon ein sehr hochwertiges, modernes Haus. Das Haus hier hat zum Beispiel ein sehr schönes Wohnzimmer mit einem Kamin. Das Haus hat auch auf verschiedene Ebenen Terrassen, dass wenn der Sonne wieder draußen ist, kann man sich auf verschiedene Stellen im Haus oder aus dem Haus schön hinsetzen. Man hat Platz um das ganze Haus. Gibt es einen Wellnessbereich? Das Haus hat ein sehr schönes Wellnessbereich im Keller. Für wen ist dieses Haus konzipiert worden? Wie kann ich mir vorstellen, wer hier zukünftig wohnen wird? Ja, das Haus ist natürlich ganz deutlich konzipiert worden für die Eigentümer.
die sehr viel Wert legen an traditionelle Bauweise in Kombination mit Luxus. Und ich glaube, da ist auch sehr viel Liebe und Zeit ausgegeben worden im Gartenbereich. Wir haben also fast ein Jahr lang an dem Garten gearbeitet. Muss man sich vorstellen, dieses Haus ist ja auf einem Gelände gebaut, das sehr, sehr felsig war. Also für den Keller zum Beispiel mussten wir Räume aus dem Felsen rausschlagen. Und dabei fallen natürlich große Felsbrocken an. Die wurden zunächst gelagert im Garten und als das ganze Projekt, das Haus, fertig war, hatten wir im Prinzip einen riesen Berg an großen Felsbrocken vor dem Haus liegen. Ja? Und den mussten wir dann entweder gebrauchen oder abfahren. Und wir haben versucht, einiges davon im Garten unterzubringen, Formen, die sehr schön waren. Wir haben natürlich auch vieles abfahren müssen. Und als das erledigt war, wurde dann das Terrain sozusagen grob modelliert und dann begann die Feinarbeit. Und auch da waren wieder viele Leute im Einsatz. Wir haben fast ein Jahr gebraucht, um das so herzustellen, wie es heute ist. Der Weg vom Pool zum Haus, der ist ja mit einzelnen Platten ausgelegt. Die haben wir so angeordnet, dass es wie das Rückgrat eines Menschen aussieht. Ja, also wenn man da genau von oben drauf guckt, dann sieht man, dass sich das so in einer gewissen S-Form da hineinschlägelt. Das fanden wir eigentlich ganz schön, damit das so auch das Konzept wiedergibt, dass dieser Garten bewohnt und gelebt wird. Den Pool haben wir aus diesem Grunde auch nicht direkt neben das Haus gelegt. Ja? Es sollte ja nicht nur ein Ferienhaus sein, wo man in dem Haus lebt und dann in den Pool springt, sondern wir wollten ja auch in der Landschaft leben und den Garten genießen. Deshalb haben wir ihn etwas weiter weggelegt. Wir haben ja auch versucht, etwas aufzulockern von der Form, sodass er hier nicht ganz so platt als Quadrat in der Landschaft liegt und sich auch in den Garten einbringt. Sie sehen auch an allen Eckpunkten alte Oliven. Das sind die sogenannten Centenarios, die sind über 100 Jahre alt, viele 100 Jahre zum Teil. Und ich finde einfach, die gehören zu Mallorca dazu. Hier wächst ja alles, nicht? Orangen, Feigen, Zitronen, Quitten, was auch immer, Pflaumen, selbstverständlich. Und das ist einfach wunderschön. Ja? Die wachsen so schnell, dass wir mehrere Ernten zum Teil im Jahr haben. Wir kommen manchmal gar nicht gegen an. Wenn so ein Baum richtig mit Orangen zugewachsen ist, dann kann man vorbeigehen, jeden Morgen 10 abpflücken und dann sich frischen Orangensaft machen oder die Orangen irgendwie verwenden. Aber man kommt nicht gegen an. Die Idee, als wir 1998 hierher kamen, ein schönes Haus auf dem Lande zu bauen, wie es die Mallorquiner haben. Und die Mallorquiner gehen ja so vor, dass sie zunächst mal ein kleines Haus bauen für die beginnende Familie. Und wenn die Familie wächst, wird für jedes Familienmitglied praktisch ein Raum addiert oder wenn man ein neues Hobby hat oder etwas braucht. Und dadurch bekommt man ein Haus, das so aus vielen einzelnen Teilen besteht, unterschiedlichen Dachschrägen zum Teil, die dann auch in verschiedene Richtungen abgeben. Und das ist sozusagen jetzt, wenn man so will, ein modernes, aber original klassisches mallorquinisches Haus. Und wir fanden das einfach sehr schön, weil es so in die Landschaft passt. Wir fanden auch die Bauweise mit den massiven Steinen sehr originell und sehr, sehr gut für die Wärmebilanz des Hauses. Darum haben wir uns bemüht, hier nicht einen modernen Baukörper hinzustellen, sondern wir sind natürlich innen mit einem modernen statischen Gerüst angefangen, aber wir haben außen die ganz klassische Art und Weise hier der Verkleidung gewählt. Das sind wirklich massive Steine von ca. 20 cm Durchmesser. Und Sie müssen sich das so vorstellen, hier kamen lastwagenweise große Steinhaufen an, die uns aufs Grundstück gekippt wurden. Und dann gab es zwei, drei Leute, ganz fleißige, die mit einem kleinen Hammer diese zurechtgeschlagen haben, Stück für Stück und nach diese Wände hochgezogen haben. Und das war einfach ein toller Prozess zu sehen, wie dieses Haus gewachsen ist. Man sieht hier hinten das erste Teil, sozusagen das Haupthaus mit Esszimmer, Wohnzimmer, Küche und so weiter. Das ist der Teil, in dem man sich eben aufhält. Dahinter sieht man den Gästeteil. Dort, wo wir ein Arbeitszimmer haben, Gästezimmer und zusätzliche Baderäume und Waschräume. Und darüber haben wir dann das Hauptschlafgemach, sozusagen mit zwei Apartments jeweils, mit einem großzügigen Schlafzimmer und einem großzügigen Badebereich en suite. Und das Ganze ist umgeben von Terrassen, zum Teil offen, zum Teil abgedeckt. Abgedeckt natürlich sehr wichtig, weil es in Mallorca, wie wir alle wissen, manchmal sehr heiß ist. Und dann ist man sehr froh, wenn man Schatten hat. Man hat viel Platz hier auf diesem Grundstück, man hat auch viel Ruhe. Ja, man muss keine Sachen unbedingt erledigen, man kann sich entspannen. Und die Leute sind auch entspannt hier auf Mallorca. Also man geht miteinander eigentlich freundlich und entspannt um und das finde ich auch sehr schön. Wir sind hier
hier in Jukmajor südlich von Palma. Die Region hat wunderschöne Buchten und Felsklippen, von denen aus sich spektakuläre Panoramen auf die Südküste Mallorcas bieten. Solch einen traumhaften Blick hat man auch in dieser Villa direkt am Meer. Das Haus wurde unter hohen Standards im modernen Stil mit offenen Räumen und großen Fenstern gebaut. Die Atmosphäre der Ruhe und Stille mit dem blauen Meer im Hintergrund, die spürt man hier tatsächlich in jedem Raum. Worauf es Käufern solcher einzigartigen Immobilien ankommt, das erfahren wir heute von Christina Deutsch. Das Haus wurde so gebaut und ausgerichtet, dass man eigentlich schon beim Betreten des Hauses durch diese große, wirklich enorm große Tür, der sofort den Blick eigentlich auf das Meer hat. Man wird direkt eigentlich auf die Terrasse geführt, die, ja, weil der Blick einfach so spektakulär ist und die ganze Szenerie beherrscht. Das Haus wurde sehr offen gestaltet. Den Erbauern war es wichtig, dass man eben große Räume hat, sehr helle Räume hat und von allen Räumen auch wieder den schönen Blick hat. Die Fenster sind sehr hoch. Das heißt, man hat wirklich auch im Winter einen sehr, sehr schönen Sonneneinfall, auch in den ganzen Räumen. Die ganzen Materialien wurden entsprechend auch sehr gut ausgewählt. Das heißt, der Bodenbelag im Erdgeschoss ist eine natursteinähnliche Fliese, ist eine Keramikfliese, die allerdings aussieht wie Naturstein, ist von der Pflege her wesentlich einfacher. Und im oberen Bereich wurde Parkett verlegt. Die Technik ist sehr modern mit Wärmepumpe und Solarheizung, Klimaanlagen und Bussystem ist vorinstalliert. Das Haus ist sehr minimalistisch gebaut mit sehr kubischen Formen, zweigeschossig. Man hat auf allen Seiten des Hauses große Terrassenflächen, sowohl überdacht als auch nicht überdacht. Das ist gewollt, dass man eben entweder mit oder gegen die Sonne wandert, um eben zum Beispiel in der Sonne im Winter zu frühstücken oder eben im Sommer im Schatten dann zu Abend oder zu Mittag zu essen. Die Terrassen sind sehr großzügig ums komplette Haus herum angelegt, alle auch mit den gleichen Belägen versehen wie das Haus, um eben auch da eine Großzügigkeit zu bekommen und die Räume, das Innen praktisch ins Außen übergehen zu lassen, dass man einfach bei den großen Fensterflächen, wenn man die öffnet, dass das ineinander übergeht. Im Sommer spielt sich das meiste Leben sowieso draußen ab, entweder auf der Terrasse oder natürlich auch am Pool. Der Pool ist als Infinity Pool geplant, das heißt, wenn man im Pool schwimmt, hat man auch wieder den Meerblick und den Blick auf die Stadt Palma. Was sind denn so die, sagen wir mal, vielen kleinen Besonderheiten, die den künftigen Eigentümer hier erwarten? Die Innenausstattung ist sehr hochwertig gehalten. Die Küche ist ausgestattet mit einer offenen Bulthauptküche, absichtlich offen gehalten zum Esszimmer und auch da wieder zu beiden Seiten die großen Fensterfronten. Auf der anderen Seite des Gebäudes befindet sich dann das Wohnzimmer mit einem separaten Fernsehbereich. Das beides verbunden mit einem beidseitigen Kamin, der mit Holz befeuert werden kann. Und auch da wieder ist die Ausrichtung so gemacht, dass man wieder auf das Meer gucken kann. Im oberen Bereich befinden sich insgesamt 4 Schlafzimmer. Alle haben eigene Bäder, teilweise begehbare Schränke. Und das Hauptschlafzimmer hat eine eigene große Terrasse, die auch zum Teil überdacht ist. Und das Badezimmer als Highlight hat ein großes Fenster und vor diesem Fenster ist eine Dusche. Das heißt, man kann dort eigentlich mit einem wunderbaren Meerblick zu zweit duschen. Wir sind hier in der ersten Meereslinie. Vor uns befindet sich nur noch ein Naturschutzgebiet. Da unten sieht man den Beach Club. Ansonsten darf hier nichts mehr gebaut werden. Und in Mallorca ist es so, dass die erste Meereslinie auch immer dem ganzen Publikum zugänglich sein muss. Das heißt, es befinden sich hier unterhalb von uns kleine Wege, wo man zu Fuß spazieren gehen kann. Ansonsten kann hier nichts mehr gebaut werden. Von überall hat man hier eigentlich diesen gigantischen Blick. Wie schwierig ist es heutzutage, noch ein Haus zu bekommen, wirklich in erster Meereslinie? Es gibt sehr wenige. Grundstücke sind fast keine mehr da. Die wenigen Grundstücke, die noch da sind, sind von der Ausrichtung her unattraktiv oder aber vom Preis her fast so hoch wie ein komplettes Haus. Wir haben vor kurzem ein paar Häuser weiter ein Grundstück verkauft für 1,7 Millionen, 1000 Quadratmeter.
Und das ist natürlich dann schon eins der letzten gewesen. Wie kann ich mir denn hier den potenziellen Eigentümer, neuen Eigentümer vorstellen? Das ist in der Regel ein Geschäftsmann, der in Europa, entweder in Deutschland, in Schweden, in Großbritannien erfolgreich war und jetzt eben zum Ausgleich seines hektischen Berufslebens sich hier ein schönes Sommerhaus gönnt und einfach mit seiner Familie hier schöne Zeit verbringen möchte. Die Insel ist ja sehr beliebt für Menschen, vor allem als Zweitwohnsitz, um es eben im Sommer auch zu nutzen. Wie ist denn hier die Stimmung auf der Insel im Winter oder auch im Herbst? Im Winter ist Mallorca für meine Begriffe fast noch schöner. Die Farben sind wesentlich kräftiger als im Sommer. Die Insel ist ja im Winter sehr grün. Das heißt, wir haben im Sommer, dadurch, dass es so trocken ist, sehr viel braune Felder und die Bäume und die ganze Vegetation ist dann schon ein bisschen im Ruhestand. Und im Winter, ja, fängt alles an zu blühen und zu sprießen. Das heißt, die Insel ist dann ein Farbenmeer. Von daher ist es sehr schön auf Mallorca im Winter. Gibt es hier auf der Insel noch sowas wie einen Insider-Tipp, wo es sich quasi lohnt zu investieren oder unentdeckte Gegenden oder? Ganz ehrlich, nein. Nein, also unentdeckte Gegenden in Mallorca glaube ich nicht. Juk Major ist in meinen Augen insofern von der Investition her noch ein Potenzial, denn hier sind die Preise noch nicht ganz so hoch wie zum Beispiel im Südwesten der Insel. Das heißt, hier ist definitiv noch Luft nach oben und die Entwicklung dieser Zone, die verspricht auch noch Potenzial. Definitiv das Highlight ist natürlich die Lage mit dem einzigartigen Blick. Das Meer, Palma, die ganze Bewegung eben, die man auf dem Meer sieht. Man hat den ganzen Tag die Boote oder eben die Flugzeuge, die man in der Ferne sieht. Und nachts natürlich das spektakuläre Lichtspektakel, das eben ja, hier die ganze Küste beleuchtet. Das war wieder eine Folge Faszination Wohnen, Engel und Völkers, exklusiv von Mallorca. Weitere Informationen gibt es natürlich auch online. Ich freue mich, wenn Sie auch das nächste Mal wieder mit dabei sind.